Auf der Linzer Landstraße hat er, als er noch jung war, oder sehr jung war, seine ersten musikalischen Versuche gestartet als Straßenmusiker. Hat sich hingestellt und hat drauf losgesungen, und zwar in Mundart. Genau, mittlerweile ist er ein YouTube-Star und stürmt die Charts. Und ist heute Morgen bei uns, hier ist Jack the Bush. Brün. Doch endlich einmal weg und schau da Wirklichkeit ins Gesicht. Besser wird's mit uns zwei, auf gar keinen Fall mehr wärm, das ist eine wahre Geschichte. Und immer diese Worte vorhin, dass mir eh nicht gefallen kann, was für einen anderen tut. Ja, dann bin ich fort, wenn es nicht besser wird, dann hoch zu. Verlier die nicht in mir, ich kann nichts garantieren. Blinder Passagier, die Dicken dementieren, die wir von oben sehen. Die Augen aktivieren, am Weg riskieren, am Weg riskieren. Eins und eins wird ne drei, da ist zu viel passiert, was ist nur aus uns worden? Du bist ein wundervoller Mensch, doch leider nichts für mich. Sei nicht traurig, schau noch vor. Weil immer diese Worte vorhin, dass man eh nicht gefallen kann, was für einen anderen tut. Ja, dann bin ich fort, wenn es nicht besser wird, dann hoch zu. Verlier die nicht in mir, ich kann nichts garantieren. Bin ein blinder Passagier, die Dicken demontieren, die wir von oben sehen. Die Augen aktivieren, am Blick riskieren. Kann nix garantieren, bin ein blinder Passagier. Die Dicken demontieren, die wir von oben sehen. Die Augen aktivieren, am Weg riskieren, am Weg riskieren. Jack the Bush, servus, guten Hi. Morgen. Unglaublich, in dir, also das ist der Band sozusagen, genau, sechsköpfige. Sozusagen, genau. Klär mich, bevor wir über dich plaudern, klär mich auf, was war das jetzt? Das Ganze nennt sich eine Loopstation. Mhm. Ja, da brauche ich noch. Drauftreten, irgendein Blödsinn reinreden, wieder drauftreten und damit holst du das Ganze von selber. Drauftreten, irgendein Blödsinn reinreden, wieder drauftreten und damit holst. Ja, okay. Und so kann ich was dazu machen. Ja, danke schön. Das heißt, du bist halt wirklich immer live auch dabei. Vertreten genau. Kann man sich da nicht? Man kann sie vertreten oder ab und zu funktioniert das auch alles nicht. Und dann ist es natürlich ein bisschen peinlich, aber hilft nicht. Aber es ist trotzdem, wenn ich eine zweite Sängerin habe, die versingt sie vielleicht ab und zu oder ich versinge mir oder so. Also das passiert aber auch, das ist menschlich. Lass uns über dich sprechen, Jack the Bush. Ich habe von dir einiges gehört und schon gelesen. Du hast begonnen, mehr oder weniger auf der Straße zu musizieren. Wie war das? Ja, eine lässige Erfahrung. Also ich habe eigentlich vorher noch nie so richtige Auftritte gehabt und habe mir noch gedacht, jetzt stelle ich mich einfach auf die Straße, mache Straßenmusik. Damals auch schon mit Loopstation oder? Nein, das war nur unplugged, ohne Anlage, nichts, nur das, was rauskommt, kommt raus. Ja. Also Straßenmusik ist auch die ehrlichste Musik eigentlich, weil es einfach keinen Hall und sonst was gibt. Und ja, da waren eigentlich die ersten Reaktionen dann ganz gut und so ist das dann ein bisschen weiter entstanden. So die ersten, ja, machst du meine Hochzeit spielen und dann immer weiter und dann jetzt so bis zu den größeren Festivals oder irgendwelche. Moment, man muss schon mal dazu sagen, ein bisschen weiter. Du bist mittlerweile ein absoluter YouTube-Star, kann man durchaus so sagen. Dann warst du auch schon vor einiger Zeit unter den Top 10 der Austria Charts. Genau. Hm? Und jetzt hast du ein neues Single rausgebracht, die wir jetzt gerade gehört haben. Ne? Genau, Blinder Passagier. Blinder Passagier. Ja, habe ich vor einiger Zeit geschrieben und habe gedacht, okay, die könnte eventuell was fürs Radio sein oder auch fürs Fernsehen und jetzt bin ich da. Und das war jetzt ganz besonders. Die kann man sicher öfters und überall irgendwo sehen. Wo bist du unterwegs? Ja, also jetzt vor kurzem am Freitag war ich in Velden bei den White Knights am Wörthersee.
grundsätzlich viel in Oberösterreich, im Raum Linz. Du bist ja in Oberösterreich. Ich bin vom tiefsten Oberösterreich, vom Mühlviertel. Okay. Ich muss mich immer zusammenreißen, dass ich da ein halbwegs schönes Deutsch spreche. Wir verstehen dich gut, aber beim Singen bist du sehr im Dialekt verfallen. Also da habe ich dann für mich selber herausgefunden, dass einfach der Dialekt am ehrlichsten ist und ich das am besten rüberbringen kann. Und ich mich nicht verstellen muss, weil sobald es irgendwie Hochdeutsch ist, so möchte ich gern Hochdeutsch. Und von daher habe ich gesagt, okay, ich bleibe im Dialekt. Und okay. Okay. Ja. Wenn man Jack de Busch sehen möchte, dann schaut man am besten auf deine Homepage, wo du alles jackdebusch.com steht alles. Ja. Jawohl. Perfekt. Wunderbar. Wo möchtest du hin? Was ist so dein großes Ziel? Ja, ich lasse mich eigentlich ein bisschen so treiben und arbeite schon hin, mal auf jeden Fall. Irgendwie in so die ganzen großen Radiosender wäre ja mal ganz cool, weil jetzt waren es eher so die Lokalradiosender. Fangst du da mal mit einem ganz großen Fernsehen an? Genau, mit einem ganz großen Fernsehen, das ist schon mal ein super Sprung. Ja. Und ja, irgendwann einmal so ein Stadion füllen mit 10.000 Leuten wäre also cool. Diese Vibes, die du da rüberbringst, glaube ich, reichen für viele, viele tausend Menschen. Hoffentlich. Ich sage Dankeschön für deinen Besuch. Danke, toi, 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 weiterhin, meine Damen und Herren. Check the Box.